Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem neuen Video. Ich weiß, es ist lange her, aber ich denke, es wird jetzt demnächst ein bisschen besser weitergehen und nicht immer irgendwie 17.000 Monate Pause dazwischen haben. Ich kann nichts versprechen, 12. Klasse ist anstrengend, aber ich will versuchen, jetzt wieder ein paar Videos zu bringen. Aber wir wollen jetzt nicht lange rumschwafeln, fangen wir an mit dem Video. Fakt Nummer 1. Wenn man 6 Jahre und 9 Monate ununterbrochen furzt, hat man genug Gas für eine Atombombe. So viel Unschärfe. Fakt Nummer 2. Der Goldfisch kann von allen Lebewesen das breiteste Farbspektrum wahrnehmen. Hey Erik, guck mal, den coolen neuen Zauberstab hier bekommen von irgendeinem Typen auf der Straße. Keine Ahnung, hab ich mir mal so gegönnt. Und was kann der so für coole Sachen? Ich hab keine Ahnung was, der kann einfach mal ausprobieren. What the fuck? Erik, bist du das? Hab ich das gerade gemacht? Fakt Nummer 3. Der britische Angestellte David Fearn hat seinen Namen in James Bond ändern lassen. Doch damit nicht genug, er nahm gleich noch alle 21 Filmtitel, die damals von James Bond raus waren, mit in seinen Namen rein. Also jetzt heißt er, pass auf, James Dr. No from Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, you only live twice, I'm a Majesty's Secret Service, diamonds are forever, live and die, the man with the golden gun, the spy who loved me, Moonraker for your eyes, only octopus, you have you to kill, the living daylights, license to kill, golden eye, tomorrow never dies, the world is not enough, die another day. Casino Royale Bond. Ich frag mich, ob er immer, wenn ein neuer James Bond rauskommt, die Titel auch mit in seinen Namen reinpackt. Dann würde er jetzt nämlich einfach noch hintendran Skyfall Spectre Bond haben. Guten Abend. Guten Abend. Sie müssen Agent Connor sein? So ist es. Schön, mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie war gleich noch Ihr Name? Bond. James Dr. No from Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, you only live twice on Her Majesty's Secret Service, diamonds are forever, live and let die, the man with the golden gun, the spy who loved me, Moonraker, for your eyes only, octopussy, a view to kill, the living daylight's license to kill, golden eye, tomorrow never dies, the world is not enough, die another day, Casino Royale, Bond. Fakt Nummer 4. Jede Stunde, die man schläft, nimmt man 42 Gramm ab. Ja, das wusste ich schon immer und deswegen bin ich auch Langschläfer. Fakt Nummer 5. In Marshalltown in Iowa ist es Pferden gesetzlich untersagt, Hydranten aufzufressen. Allein die Vorstellung schon von einem verdammten Pferd, das einen Hydranten frisst, ist hirnrissig. Aber es scheint schon mal passiert zu sein. Und da das überhaupt nicht geht und da das wahrscheinlich immer wieder passieren wird, dass Pferde Hydranten fressen, müssen wir das natürlich gesetzlich untersagen. Fakt Nummer 6. Beim Niesen wird die Luft auf bis zu 160 bis 180 km/h beschleunigt. Leon, entschuldige mich, ey. Fakt Nummer 7. Die innere Uhr eines Menschen läuft nicht exakt im 24-Stunden-Takt, sondern hat etwas längere Taktphasen. Deswegen ist es für viele Personen einfacher, länger wach zu bleiben, als früher aufzustehen. Mir kam ja mal die Idee, für mich persönlich so eine 6-Tages-Woche zu machen. Dann verzichte ich auf einen Tag und mache halt die anderen Tage länger. Weil ich persönlich kann abends schlecht einschlafen und frühs bin ich todmüde. Also wieso nicht länger wach bleiben und auch länger schlafen können. Also ...20 Stunden wach und 8 Stunden Schlaf. 28 Stunden Tag. Hey.
Ja, ich glaube, das probiere ich irgendwann mal aus. Fakt Nummer 8. Das Schweizer Militär nennt seine Brieftauben selbst reproduzierende Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit fest programmierter Rückkehr aus allen beliebigen Richtungen und Distanzen. War das richtig? Nope. Hast du alle Informationen? Ich habe alle Informationen. Okay, dann sag an. Es geht nicht, ich glaube die Leitung ist nicht sicher. Und was sollen wir jetzt tun? Okay, ich hätte die Informationen mit einer SKABBMRRABRUD schicken. Was zum? Du weißt schon, unsere selbst reproduzierenden Kleinflugkörper auf biologischer Basis mit fest programmierter automatischer Rückkehr aus allen beliebigen Richtungen und Distanzen. Was zum Teufel ist das? Meine scheiß Taube, warte auf ihre Ankunft. Over von James Dr. No from Russia with Love. Go. Ja, ja, over and out. Fakt Nummer 9. Als Anatidenphobie bezeichnet man die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Leon, hallo? Alles okay? Alles gut bei dir? Und danke fürs Ansehen von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst das doch einfach mal in einem Like oder einem Kommentar da. Auch Verbesserungsvorschläge nehme ich gerne an. Ich bin immer offen für Kritik. Hier kommt ihr zu dem letzten Video, was ich gemacht habe. Und hier kommt ihr zu dem letzten Faktenvideo, was ich gemacht habe. Schaut einfach mal rein, guckt, ob es euch gefällt. Und ja, ihr findet mich auch auf allen möglichen Social Media Plattformen. Twitter, Facebook, Instagram, ja, also doch nicht so viel. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch noch haufenweise andere Sachen, die euch vielleicht interessieren könnten. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, ja, ich bin ja fertig. Tschüss. Ja, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Für die Leute, die es interessiert. Ja, ich habe jetzt eine neue Kamera. Ich denke, das sieht man an der Videoqualität. Sehr geil, weil die alte wurde geklaut, das konntet ihr auch in dem Vlog sehen, den ich verlinkt habe, auch unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, ich war gerade an der Kamera, oder? Egal. Auf jeden Fall, neue Kamera, Canon EOS 70D, vorher hatte ich die 60D und ja, auf jeden Fall eine sehr geile Kamera, wenn man das mal sagen darf, denn die Kamera erfüllt all die Ansprüche und es ist erst dann die Kamera. Dankeschön. Yeah, no, no, no.